Ja, allerhand also los, allerhand haben sie sich vorgenommen und die neue Präsidentin seit letztem Jahr des Zentralkomitees der deutschen Katholikin ist Irmstetter Karp und sie hat heute Vormittag ja noch eine Pressekonferenz gegeben, da hören wir gerne noch mal rein. Katholikentag ist wichtig, gerade in diesen Zeiten. Wenn er seinem Anspruch, Zeitansage zu sein, gerecht werden will, muss er sich den Krisen dieser Zeit stellen. Das tut er nicht, indem er verzagt, er tut es, indem er in den Krisen nach Lösungen sucht. Er tut es, indem er Hoffnungszeichen setzt und er tut es mit weitem Blick. Nennen Sie mir einen anderen Ort, an dem über 4 Tage Menschen aus ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Lebenssituationen direkt miteinander nach Lösungen für Weltprobleme suchen, ihre Sichtweisen austauschen, Netzwerke für die Zukunft knüpfen, den Glauben als Kraftwerk für Veränderungen nutzen. Die Zukunftsfragen machen nicht an den europäischen Grenzen Halt. Wir sind als Katholiken Teil der einen Welt. Und so wird dieser Katholikentag auch nach Lösungen für die Klimakrise suchen. Er wird gerechtes Wirtschaften einklagen und die Demokratie neu bestärken, während sie an vielen Stellen der Welt bedrängt und herabgewürdigt wird. Die katholische Zivilgesellschaft ist eine Freundin der Demokratie. Aus demokratischen Wurzeln sind wir entstanden. Das ist uns Ansporn und Herausforderung zugleich in einer zerrütteten Welt gegen Rechtspopulismus und Verschwörungsdenken auf Solidarität und Geschwisterlichkeit zu setzen. Wir können das und wir tun das. Wir nehmen dabei die Menschen in der Ukraine besonders in den Blick. Denn dieser Katholikentag soll ein starkes Zeichen sein für den Frieden, gegen den Krieg. Das ist uns ein ganz besonderes Anliegen. Deshalb möchte ich auch ganz explizit zuerst zur Friedenskundgebung am Freitag 13 Uhr in den oberen Schlossgarten einladen, zu der die Glocken aller Kirchen in Stuttgart erklingen werden. Denn Leben teilen heißt auch Trauer und Hoffnung zu teilen, wie die Kundgebung so treffend überschrieben ist. Leben teilen. Für das Leitwort des Katholikentags steht ganz sinnbildlich der Patron unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart, der heilige Martin von Tours. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen im Martinsland, so nennen wir unsere Diözese. Der heilige Martin von Tours hat um 340 am Stadttor von Amiens im heutigen Frankreich seinen Mantel geteilt mit einem Armen, mit einem Bettler. Und es war Winter, kalte Zeit, und er hat diesem Menschen damit das Leben gerettet. Diese Mantelteilung werden Sie beim Katholikentag wieder erleben, und zwar beim Abschlussgottesdienst, gleich zum Eröffnungsgottesdienst. Morgen präsentieren wir ihn aber zuerst als weltgrößten Martinsmantel in seiner voller Pracht. Er wird mit seinen mehr als 300 Quadratmetern auf dem Schlossplatz vor dem neuen Schloss bis zum Altar entfaltet werden. Nicht nur hinter dieser ganz besonderen Aktion, sondern hinter dem Katholikentag als Gesamtveranstaltung mit rund 1500 Programmpunkten stehen zahlreiche Haupt- und vor allem auch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiter, Künstlerinnen und Künstler, Helfende, Organisatoren und. Allein 15 Arbeitskreise zeichnen sich für die Programmgestaltung verantwortlich. Viele tausend Programmbeteiligte stehen in den Startlöchern und warten nun darauf, dass es nun endlich losgeht. Wir stecken mitten in einer Situation des Umbruchs. Dementsprechend finden Sie die Themen des synodalen Wegs in zahlreichen Diskussionsforen, Impulsen und weiteren Veranstaltungen. Besonders die Entwicklung der Kirche im Blick haben rund 30 Veranstaltungen unter dem Motto engagiert im Stuttgarter Rathaus, dem Haus der Wirtschaft und auf dem Schillerplatz. Ich freue mich auf den offenen Austausch, denn genau dazu sind Katholikentage da. Für die konstruktive Diskussion über kirchliche und über politische Themen, aber auch
damit wir zusammen die Kraft des gemeinsamen Glaubens erleben, der in aller Vielfältigkeit und Diskussion uns doch gemeinsam trägt. Mit Leben teilen legt der Katholikentag in Stuttgart aber auch erstmals den Schwerpunkt auf Weltkirche und greift damit das Profil der Diözese Rottenburg-Stuttgart auch auf. Wir, also die Diözese Rottenburg-Stuttgart, katholische Kirche in Württemberg, sind im Kontakt mit Partnerdiözesen in 80 Ländern weltweit. Nicht nur Briefkontakte, sondern durch Projekte, durch Begegnung und so weiter. Somit wird es in den kommenden Tagen auch um Themen gehen, die für uns als Weltkirche insgesamt mitten in dieser globalen Welt wichtig sind. Klimagerechtigkeit, Flucht, Migration, Bildung und Gesundheit, so um die Hälfte, so auch um die Hilfe für Notleidende. Gerne lege ich Ihnen daher den Besuch des Zentrums Weltkirche ans Herz.